Die Landes-SPD will nicht mehr mit der CDU regieren, sondern Koalitionsgespräche mit der Linken führen. Die Gründe gab Ministerpräsidentin Manuela Schwesig Mittwochabend in Güstrow bekannt. Und wir sind zur Entscheidung gekommen, dass wir Koalitionsverhandlungen mit der Partei Die Linke aufnehmen wollen. Wir haben uns in den Sondierungen auf Schwerpunkte verständigt. Dazu gehört das Thema starke Wirtschaft, gute Arbeit und gute Löhne. Wir sind uns einig, dass wir das industriepolitische Konzept der letzten Wahlperiode umsetzen wollen. Wir sind uns einig, dass wir die erneuerbaren Energien aus klimaneutralem Wasserstoff voranbringen wollen. Und wir sind uns einig, dass wir im Bund den Mindestlohn von 12 Euro unterstützen wollen. Wir sind uns auch einig, dass wir ein Vergabegesetz auf den Weg bringen wollen, was zum einen öffentliche Aufträge an Tariflöhne, tarifähnliche Löhne knüpft, aber auch einen Nachhaltigkeitsfaktor einführen, damit regionale Unternehmen stärker berücksichtigt werden. Wir sind uns auch einig, dass wir die digitale Agenda umsetzen wollen und für flächendeckendes Internet und Mobilfunk sorgen wollen. Wir haben uns beim Thema sozialer Zusammenhalt darauf verständigt, dass wir die kostenfreie Kita im Land weiter umsetzen wollen, mit mehr Erzieherinnen und Erzieher und einem kostenlosen Ferienhort. Wir haben uns auch auf ein Bildungspaket verständigt, Schulstellen besetzen, sichern und ausbauen mit 1000 Stellen für Schule und Berufsschule. Wir haben uns auch verständigt über die Einführung eines Wahlalters mit 16. Uns ist wichtig, dass wir gemeinsam einen Aufbruch machen, auch für mehr Jugendbeteiligung. Wir haben uns verständigt auf die Einführung eines landesweiten Rufbussystems und das landesweite Seniorenticket und den Erhalt aller Krankenhausstandorte im ländlichen Raum. Mit dem Wechsel des Regierungspartners reagiert Schwesig vermutlich auch auf die unklare Situation bei der Suche nach den CDU-Führungskräften.